Herr Professor, Ihr Vater Dugin wird immer wieder dargestellt als einer der Einflüsterer Putins. Was ist da dran? Nach meiner Kenntnis hat er selber Putin eigentlich nie wirklich getroffen. So ist es. Aber Dugin hat sich darin gefallen, zu sagen, er wäre derjenige, der das Denken Wladimir Putins beeinflusst. Es ist schon so, dass Putin rezipiert hat, was Dugin schreibt und sagt. Putin hat das selber einmal bestätigt. Aber es ist wohl eher so, dass Dugin und Putin sich auf dieselben konservativen Publizisten, Schriftsteller und Philosophen der letzten zwei Jahrhunderte konzentrieren. Also auf jene, die Russland als eurasische Großmacht sehen, als eine eigenständige Zivilisation, die anti-westlich, antiliberal ist und die sich in einem Krieg mit der westlichen Zivilisation sieht. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.